Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, dem wöchentlichen Fußball-Talk hier auf dem Kanal. Heute geht es mal wieder in die Challenges und heute geht es unter anderem auch um den großen FIFA 17-Tag. Ihr seht es hier schon, denn FIFA 17 kommt ja heute offiziell in die Läden. Ich habe es ja schon seit Dienstag, aber jetzt könnt auch ihr alle es in jedem Elektronikfachhandel bekommen, beziehungsweise jede GameStop-Filiale wird es ab jetzt auf Lager haben, beziehungsweise kann auch schon sein, dass es ausverkauft ist. Auf jeden Fall ist es ab jetzt da und dementsprechend geht es heute auch in diesem Video ein bisschen um FIFA 17. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Videobeschreibung, da ist ein Link zu eben Football Stars, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, unter anderem gegen mich antreten und heute könnt ihr auch richtig was Schönes gewinnen und zwar FIFA 17 idealerweise, ein schönes Exemplar des beliebten Sportspiels, das ja meinen Kanal hier so einigermaßen prägt und wie, das erkläre ich euch gleich. Also, wie gesagt, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, wir gucken uns die Auswertung der letzten Woche an, die lief nicht ganz so besonders gut, kann ich jetzt schon mal sagen und zwar haben wir beide Challenges leider Gottes verloren. In Silberfuchs, das war die Premier League, da haben wir teilweise ganz gut aufgestellt, teilweise auch ein bisschen blöd. Die Spurs, ja, Jori mit nur 5,1, nur Kolarov war auch nicht so überragend gegen Swansea. Vertonghen war gut, Valencia war gut, Koscielny war gut. Leider Gottes hat Dembélé nicht gespielt. West Ham hat wieder verloren, Pajeno mit einer 3,7. Barry war Durchschnitt und Jonathan Walters hat nicht gespielt. Ibrahimovic mit 8,8, dazu Milner mit einem 7,9 mit 2 Toren. Ja, schade, aber wir sind im unteren Mittelfeld und können dementsprechend uns kein Preisgeld abholen. Die andere Challenge war die in der Bundesliga. Und die gucken wir uns auch nochmal ganz genau an, was da schiefgelaufen ist. Leider Gottes einiges, denn die haben wir haushoch verloren mit Hase Hunde und dem HSV und dem FC Bayern München. Da sind wir auf Platz 5 mit 51 Punkten. Der Gewinner hat 64 Punkte. Also gut, uns haben im Endeffekt, um im Geld zu sein sozusagen, 3 Punkte oder 4 Punkte gefehlt. Aber dafür hätten wir einen Kimmich aufstellen müssen beispielsweise oder einen Spahic. Das wäre ganz gut gewesen, aber wir haben uns ja dummerweise für Philipp Lahm entschieden. Und der hat nur genauso viele Punkte gemacht wie einige Hamburger. Und das hat uns im Endeffekt den Sieg gekostet. Diese Woche soll es besser laufen und zwar mit einer Challenge zur Premier League und einer Challenge zur Bundesliga. Und zunächst einmal machen wir nicht Brauseklub, sondern wir machen FIFA 17, aber nicht der Spieltag, sondern die FIFA 17 Konferenz. Wir gehen erstmal hier die Filtereinstellungen nochmal durchsuchen, nur in der Premier League und der Bundesliga. Und da sehen wir das Ganze gleich schon. Hier haben wir einmal Brauseklub, FIFA 17, Passmaschinen und so weiter und so fort. Und wir wollen Leistungsexplosion machen und zwar in der Premier League. Das sieht folgendermaßen aus. Glanzstunde gefährlich, wähle 6 Spieler aus, die ihr heute ihren Sahnetag erwischen. Zur Verfügung stehen dir nur Spieler, die im letzten Spiel noch unter dem Radar geflogen sind, dass sie mit den meisten Punkten gewinnt. Ja, würde ich mal sagen, Challenge starten für 50 und ich sehe euch gleich wieder, wenn ich das Ganze hier vervollständigt habe. Das ist meine Elf. Valencia, Koscielny, Mikel Antonio, Hazard, Costa und Romelu Lukaku. Warum das Ganze auf diese Art und Weise, kann ich euch ganz einfach erklären. Diego Costa hat ja mit Chelsea 3:0 gegen Arsenal verloren und dementsprechend nicht gut gespielt. Aber diese Woche hat er wieder die Gelegenheit und zwar gegen Hull City. Und da wird er auch, wenn ich ihn ja nicht sonderlich gerne mag, denke ich mal wieder ziemlich eskalieren. Lukaku hat letzten Spiel auch nicht so gespielt. Die spielen gegen Crystal Palace und Alan Pardew. Dementsprechend denke ich mal, dass auch der ein gutes Spiel abliefern wird. Hazard das gleiche wie bei Costa. Antonio, die müssen langsam mal performen. Wir haben letzte Woche schon wieder verloren gegen Southampton. Bei West Ham sieht es gar nicht gut aus und deswegen hoffe ich, dass er diese Woche auftritt gegen Middlesbrough und Aufsteiger. Könnte das was werden. Koscielny ist immer stark in der Defensive, also 6,3 Punkte letzte Woche. Ich denke mal, der wird auch diese Woche ordentlich Punkte machen, Entschuldigung. Und Valencia, ja, Man United spielt gegen Stoke City. Valencia spielt eine gute Saison, wird wahrscheinlich wieder auf Rechtsverteidigerposition starten und dementsprechend denke ich mal, das passt so ganz gut. Alles ziemliche Top-Spieler, weiß ich, aber das Punktbudget ist im Minus 1,8. Verdammt, das habe ich jetzt überhaupt gerade nicht gesehen. Ich dachte, wir wären noch locker unter dem Budget. Aber gut, dann ändere ich nochmal einmal ganz kurz. Aber vorher gebe ich nochmal eben die Tipps für die Premier League schon mal ab. Und zwar West Ham United Middlesbrough 2:1. Spurs gegen City 1:2. Sunderland gegen West Brom 0:1. Leicester gegen Southampton 1:1. Everton gegen Crystal Palace 2:0. Watford gegen AFC Bournemouth 2:2. Swansea gegen Liverpool 1:2. United gegen Stoke 3:1. Hull City gegen Chelsea 0:2. Und Burnley gegen Arsenal auch 0:2. Das ist, denke ich mal, eine ganz solide Geschichte. Jetzt nehmen wir den Koscielny hier raus, weil der ist ja jetzt nicht so der alleroffensivste. 4,5 Punkte haben wir noch. Morgan beispielsweise wäre drin. Die spielen allerdings auch nicht. Jetzt unbedingt gegen den Schwächsten gehen wir mit Southampton. Dementsprechend weiß ich nicht, wen könnten wir da reinnehmen. Virgil van Dijk ist auch zu teuer. 4,5 Punkte. Christian Fuchs. Morgan wäre wie gesagt eine Option. Davies wäre eine Option, aber die spielen jetzt auch nicht gegen einen leichten Gegner mit halt eben Chelsea. Dann haben wir noch Smith, der hat aber auch ganz gut gespielt. Walker, 4,5, das reicht nicht. Ha, ärgerlich. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach Fuchs oder Morgan.
Ach komm, nehmen wir Morgan, der ist Kapitän. Das wird schon passen. So, alles klar. Damit haben wir unsere Elf und wir gehen in die Bundesliga. Wir spielen die Konferenz in der Bundesliga, beziehungsweise eine Challenge, die sich um die Konferenz in der Bundesliga am Samstag dreht. Bayern gegen Köln, Freiburg gegen Frankfurt, Ingolstadt, Hoffenheim, Hertha gegen Hamburg und Darmstadt gegen Bremen. Alle sehr interessante Duelle auf jeden Fall. Und ja, wir müssen hier das Ganze im Endeffekt so aufstellen. Das seht ihr hier, eine offene Challenge mit unbeschränkter Teilnehmerzahl, die nur mehr als nur Ruhm und Ehre verspricht. Du stellst das Team mit den meisten Pässen auf und schaffst es in die Top 3. Ist ja ein Exemplar von FIFA 17 sicher. Die meisten Pässe, darum geht es. 80.000 sind das Preisgeld, das maximale 250 kostet es teilzunehmen. Wir haben allerdings auch 400 Teilnehmer pro Gruppe. Das heißt, es wird umso schwieriger, da wirklich in den Top 3 drin zu sein. Wir versuchen es aber und starten die Challenge. Wie gesagt, nehmt auf jeden Fall teil, wenn ihr eventuell eine Kopie von FIFA 17 gewinnen wollt. Es lohnt sich. Ihr könnt nichts verlieren. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, dann legen wir mal eben los und ich baue mal eben mein Team zusammen. Eine Sekunde. So, das ist meine Aufstellung, Freunde. Die Frage ist, ob das was bringen wird, aber es geht ja nicht um irgendwie Leistung, sondern um die meisten Pässe und ich glaube, dafür ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Also, Horn im Kasten, denn die werden relativ oft hinten rumspielen, wenn sie gegen Bayern spielen, habe ich mir jetzt so gedacht. Deswegen auch Heinz drin, weil wenn sie das Spiel machen, dann werden sie wahrscheinlich aus der Verteidigung kommen. Kader Žabek dann dazu, weil der mit Hoffenheim gegen Ingolstadt spielt, ich mir relativ sicher bin, dass die ein bisschen auseinanderspielen werden und der momentan gut in Form ist. Chandler, weil er glaube ich, auf der Außenbahn bei Frankfurt gegen Freiburg auch viel zu tun haben wird und relativ, Frankfurt spielt einfach gut und ich wollte halt einen Defensiven von denen nehmen und keinen im Mittelfeld. Deswegen habe ich mir gedacht, den eventuell, wer weiß. Alaba dann wahrscheinlich der Pass stärkst, beziehungsweise der am meisten Pässe spielt bei den Bayern. Ich habe überlegt, Thiago ins Mittelfeld zu stellen, aber bei Bayern bist du halt nie sicher, wer spielt, außer Kimmich, bei dem ich wirklich hoffe, dass er heute spielt, beziehungsweise am Wochenende spielt. Dann Grifo, das ist halt auch so ein absolutes Passgenie eigentlich, eine Passmaschine. Ob er wirklich passen wird, ob er spielen wird, ob er gut spielt gegen die Frankfurt, da ist die große Frage, aber sie spielen zu Hause, wer weiß. Dann Lukas Rupp momentan auch super in Form, auch ein absoluter Passgeber, von daher hoffe ich auch bei dem so ein bisschen darauf. Esswein hat zuletzt super gespielt, wird wahrscheinlich wegen der Form auch von Dardai berücksichtigt werden und auch spielen, dementsprechend steht der da bei mir, weil der auch nicht nur ein Abschlussstürmer, sondern auch ein Passstürmer ist. Kramaric, ja gut, ist halt ein Stürmer, ne, aber der spielt auch ab und zu mal Bälle und Lewandowski, der muss langsam mal treffen, aber ich denke mal, der wird auch einiges am Passspiel wieder machen, beziehungsweise da überlege ich tatsächlich noch, ob ich Müller lieber reinnehme, aber das ist halt die große Frage und ich glaube, ich bleibe bei Lewandowski, weil Lewandowski ist Lewandowski. So, die Frage ist, könnt ihr das toppen, beziehungsweise was denkt ihr dazu? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen, aber ich hoffe mal, dass das so durchgeht. Ich speichere jetzt mal die 11 und dann schauen wir, eventuell gewinne ich am Ende eine Kopie von über 17 oder einer von euch. Ich bin gespannt auch auf die Ergebnisse von euch von der letzten Woche und jetzt tippen wir nochmal den Rest der Bundesliga. Eine Sekunde. RB Leipzig gegen Augsburg, 2:1 für RB. Dann haben wir am Samstag die Partie am Abend, Darmstadt gegen Werder Bremen. Ja, 1:2 für die Bremer. Wolfsburg gegen Mainz 05, 1:1. Schalke gegen Gladbach. Ja, tut mir leid, liebe Schalker, dieses Mal wieder gegen euch, 0:2. Dann am Samstag Bayern gegen Köln, 3:1, beziehungsweise nein. Die haben erst ein Gegentor bekommen, 2:0. Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, ganz, ganz schwere Partie, 1:1, tippe ich mal. Ingolstadt Hoffenheim, 1:2. Hertha gegen Hamburg, 1:0. Und Leverkusen gegen Dortmund, auch eine ganz, ganz schwere Geschichte. 1:3, ja, genau. Das sind meine Tipps fürs Wochenende, ich bin gespannt auf eure, das war's von dieser Episode. Schaut auf jeden Fall bei Football Stars vorbei, ihr habt die Chance zu gewinnen, es lohnt sich auf jeden Fall. Checkt auch die anderen Links in der Beschreibung, unter anderem das Merch, was morgen rauskommen wird. Also freut euch drauf, es gibt neues Merch und natürlich auch IG World und so weiter und so fort. Das war's, bis zum nächsten Mal, habt noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, haut rein und ciao.